Stadt der Freien. Eine der ältesten Städte Aventuriens. Bewohnt von unbeugsamen Kriegern und Seefahrern. Reich an Schätzen aus vielen Raubzügen. Die Orks. Schwarz bepelzte Jäger und Krieger, stets auf der Suche nach neuen Jagdgründen und seit Jahrhunderten Geißel für die menschlichen Siedlungen des Nordens. Wir schreiben das Jahr 1008. Dies ist die Geschichte eines Schwertes, das seit 100 Jahren verschollen ist und das doch die Geschichte der Zukunft bestimmen kann. Vor vielen Jahren plünderten die Torvaler die verhassten Sklavenhalterstädte des Südens. Ihr Anführer war Hetman Hügelig, dessen Name in allen Küstenstädten gefürchtet wurde. Reich mit Schätzen beladen kehrten die Drachenschiffe heim. Alle, bis auf das Schiff Hügeligs, der geradewegs zu den Zyklopeninseln fuhr, um sich ein Schwert schmieden zu lassen, das er auf seinem nächsten Zug dringend brauchen würde. Grimring, den Orkenspalter. Die nächste Reise führte Hügelig ins Orkland, das einzige Gebiet Aventuriens, aus dem noch kein Mensch zurückgekommen war, um eine Karte anzufertigen.